Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ja, mit dem zweiten Versuch zum Fliegengitter-Video. Ich hatte gestern schon eins gemacht, hab das jetzt bearbeitet oder versucht zu bearbeiten. Ja, mir ist gestern nicht aufgefallen, mein Ansteckmikrofon ist mir dann runtergefallen. Und ich habe das mitgeschleift und da hört man mich so gut wie kaum. Und deswegen, Frauchen hat euch gesagt, mach nochmal neu. Deswegen mache ich nochmal neu. Wie gesagt, wir haben das jetzt da oben angebaut. Hier ist die übrig gebliebene Leiste. Hier hinten ist Klebeband dran. Und auf dem Karton habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal mit dem Klebeband anzukleben oder mit einem Klettband. Aber weil hier schon Klebeband ist, werdet in der Fummelei diese dann hier abzulösen. Wartet mal, ich mache euch mal kurz hier oben ruf. Dann zeige ich euch das mal. Also so sieht das dann halt zu aus, damit ihr das gleich auch versteht, wie ich das meine. Ihr müsst die einmal, die ist offen, die müsst ihr einmal so komplett zumachen. Und dann auch so ankleben, also das abmachen. Oh Gott. Kruzifix und Türken eins hier, ey. So. So, dann habt ihr das dann praktisch so dran. Und hier oben ist die Oberhälfte, die dann hier rein, die dann hier so wieder rein geklickt wird. Ich zeige euch das mal so. So. Wir haben dann hier innen drin so einen kleinen schmalen Streifen. Das ist auch Klebeband. Das müsst ihr dann abmachen. Da wird dann das Fliegengitter drauf geklebt, damit das momentan halbwegs fixiert ist, bevor ihr das zumacht. Aber wenn ihr das dann so dran habt und sich die Fliegengitter hier ja drinnen so ein bisschen überlappen, weil die sollen ja auch vernünftig halten, das ist verdammt schwer, wo wir das oben ran gemacht haben, das wieder vernünftig zuzuklicken. Selbst hier in dem, opala. So, selbst jetzt hier, wo ich es nur so in der Hand halte, ist das echt scheiße, weil, ich zeige euch das mal so. Ja, das geht dann immer so drüber, da muss man dann wirklich, oder drunter, da muss man dann echt aufpassen. Und dann das halt so vernünftig wieder zumachen. Ja, ich hatte mir schon mit meiner Frau überlegt, das hatte ich auch im Video gesagt, wenn man das so zumacht, dass man vielleicht hier innen drin das Klettband, was mitgeliefert wird, zusätzlich drin macht, um das ein bisschen besser zu fixieren, weil die Klebestreifen, der kleine Klebestreifen hält hier nicht wirklich. Also ihr braucht wirklich jemanden, ja, der praktisch die Fliegengitter dann so ein bisschen nach oben hält durch die Gewichte, damit es nicht immer oben sich ablöst. Zumachen ist recht bescheiden. Wir sind auch froh, dass wir das angebaut haben und beim Zumachen, obwohl ich das nach oben gehalten habe oder mein Frauchen, wir haben uns abgewechselt und die Gewichte nicht auf den Boden gekommen sind, ist oben immer so ein Stück rausgekommen. Das werde ich euch mal zeigen. So. Hier zum Beispiel seht ihr, ich hoffe, das sieht man richtig. Seht ihr, dass das hier so ein bisschen locker ist oder hier oder hier, dass das hier so kleine Wellen macht oder auch hier oben sieht man das, dass das halt hier an den Enden immer so ein bisschen, ich hoffe, das seht ihr vernünftig, so ein bisschen rausgekommen ist. Nachdem man es dran hat, hier oben ist jetzt die Leiste, ich habe die jetzt hier an den, ja, hoppala, sieht man das überhaupt? Ich habe das hier oben am ja, Chalaisiekasten dran. Ne? Man soll das dran kleben und dann soll man 2 Stunden warten, bevor man da dann das Fliegengitter drin macht. Bis jetzt hält das auch richtig gut, aber wie gesagt, hier beim Abschneiden macht sich das echt bescheiden. Und vor allem, wenn man dann hier in so engere Sachen rankommt und das zumachen, das ist wirklich bescheiden. Aber von den ganzen, das ist jetzt die dritte Version Fliegengitter, die ich seit ich hier wohne, dran habe, hält es bis jetzt am besten und sieht am besten aus. Es geht bis zum Boden. Ja. An sich gut ranzumachen, das Äußere bloß zu machen, das ist echt bescheiden, wirklich bescheiden. Aber hält dafür, denke ich mal. Ein Langzeitfazit kann ich dazu natürlich überhaupt noch nicht geben. Da muss ich jetzt erstmal warten, wie das Jahr jetzt läuft. Ich hoffe, der Chalaisiekasten wird auch nicht zu heiß, dass sich der Kleber vielleicht löst, weil ich habe hier
ab, also im Sommer ab 12, 1 rum, habe ich hier komplett die Sonne drauf. Aber wirklich komplett. Ja. Abwarten. Also Fazit kann ich noch nicht geben. Also kann nur sagen, die erste Hälfte vom Anbauen war einfach, die zweite war bescheiden, wie gesagt, und ja, uns gefällt es halt. Ja, ist auch nicht ganz so blickdicht, wie wir befürchtet haben, dass hier dann stockdunkel drin ist oder so. Man kann gut durchsehen. Jo. Das soll soweit gewesen sein. Ich wurde gefragt. Ich habe das Video dazu gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Also auf jeden Fall schon mal empfehlenswert. Aber definitiv, empfehle ich euch, ihr müsst definitiv zu zweit sein. Alleine macht sich das echt richtig, richtig bescheiden. Jo. Und wie gesagt, einer muss dann halt hochheben. Und beim Zuklicken müsst ihr echt aufpassen. Das ist, weil wo sich das denn überlappt, dann ist der Stoff was dicker und dann geht das nicht richtig in diese kleine Nut wieder drin. Aber wenn es eh mal drin ist, ist es drin und dann auch mit Fliegengitter und dann hält es. Dann kriegt man es, ich habe es oben noch mal versucht, oben an einer Ecke aufzumachen, um noch mal ein bisschen drin zu machen. Das ist mir dann abgebrochen. Wir haben dann immer schon versucht, beim Rinnmachen, denn mit Messer, mit der stumpfen Seite, immer das Fliegengitter so an der Ecke nochmal oben ein bisschen Rinn zu machen, so nachzumachen und dann weiter drücken. Sonst würde das an manchen Stellen noch weiter nach unten gehen. So, aber das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.